sein, mein Tier. Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und ein gesundes neues Jahr möchte ich euch wünschen. Heute am 1. Januar des neuen Jahres 2017 begrüße ich euch zu meiner Bücherwoche, eigentlich der letzten in 2016. Ich habe es noch nicht geschafft, das Video schon am Samstag hochzuladen, beziehungsweise habe es jetzt erst relativ spät am Samstag gedreht, und dementsprechend könnt ihr es jetzt vielleicht, während ihr nach einem Silvesterkater noch auf der Couch im Bett kuschelt, euch die Bücherwoche von mir ansehen. Und es ist vielleicht auch besser, das Video vor Silvester zu drehen, als dann vielleicht tatsächlich erst ein Neujahr. Wer weiß, wer weiß. Ja, meine Lesewoche war ja sehr gut. Also ich habe gemerkt, dadurch, dass ich ja eine verkürzte Arbeitszeitwoche hatte, in der ich jeden Tag ja nur 6 Stunden gearbeitet habe. Ich habe zwar zwischendurch natürlich also auch noch ein bisschen andere Dinge getan, aber ich bin gut mit dem Lesen vorangekommen und habe im Grunde 2 Bücher gelesen. Bei dem einen Buch fehlen mir jetzt noch 30 Seiten, die lese ich aber heute gar, und dementsprechend zählt das bei mir in die Bücherwoche weg. Ist dann auch das erste Buch, was sozusagen mein Januarbuch ist, weil ich es in die Statistik von Dezember jetzt gar nicht mehr eingebaut habe, beziehungsweise einbauen konnte, dadurch, dass ich meinen Dezember schon abgehakt habe, meinen Jahresabschluss auch schon gemacht habe und auch meinen Monatsrückblick schon gedreht habe. Dementsprechend ist das dann schon das erste Januarbuch. Dann habe ich noch ein bisschen was anderes gelesen, ein bisschen Serie, ein bisschen Filme, ein bisschen was, was ich die Woche noch gemacht habe, erzähle ich euch. Aber ich denke, wir fangen wie immer einfach mit den Büchern an. Ich habe diesen Wälzer gelesen, und zwar Der Bruder des Königs, herausgegeben von George R. R. Martin und Gardner Dozois. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Beinhaltet eben die Geschichte des Bruder des Königs und 20 andere. Es ist ein Kurzgeschichten-Sammlerband. Ich habe dazu auch schon Die Königin im Exil hier. Da geht es eben eher um weibliche Hauptcharaktere, während wir hier tatsächlich eher so Schurken haben, aber egal ob männlich, weiblich, dazu auf jeden Fall später mehr. Ein Buch, das mir aufgrund der Kurzgeschichten wirklich sehr kurzweilig auch vorgekommen ist, und dazu kommen wir dann. Dann habe ich mit Hören begonnen, allerdings vielleicht erst so 3 Stunden von 10, 11 gehört, und zwar habe ich begonnen mit Perfect von Cecilia Ahern. Das ist ja der zweite Teil, passend zur Flawed. Das war ja der erste Teil. Und das ist ja diese Jugendbuch-Dystopie, das erste Jugendbuch auch von Cecilia Ahern. Und das höre ich und habe ich begonnen auf der Reise nach Ikea und dann auch gehört auf dem Weg nach Plauen, wo ich ja die liebe Susan getroffen habe. Und auch zwischendurch habe ich schon immer ein bisschen gehört, aber ja, so richtig in der Geschichte bin ich mit 3 Stunden noch nicht, aber dazu einfach später natürlich mehr. Und dann direkt, also bis auf 30 Seiten fast beendet, ein Reread, und zwar Schnee wie Asche von Sarah Raasch. Und zwar ist das ein Reread aus dem Grund, weil das der zweite Band jetzt herauskommt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, Schnee wie Asche ist auf jeden Fall der erste Teil. Ich habe mir das jetzt echt noch nicht mehr aufgeschrieben, wie der zweite heißt. Auf jeden Fall erscheint im Januar der zweite Teil, Eis wie Feuer, ich glaube so, ne? Und ich wollte einfach nochmal in die Geschichte eintauchen und ich wollte das Buch einfach nur querlesen und im Rutsch waren 250 Seiten weggelesen. Aber gut. Dann habe ich ein bisschen was in der Flow gelesen. Ich war ein bisschen seriensüchtig und auch ein bisschen filmsüchtig, aber dazu nach und nach einfach natürlich mehr. Es gibt auch ein bisschen was zu erzählen. Es gab ein tolles Treffen mit der lieben Waldschrat Liest. Da werde ich auch 2, 3 Dinge dazu erzählen. Und ich war bei Ikea und habe viel gelesen. Was man beim ersten Buch wirklich am ehesten sieht, und zwar Der Bruder des Königs und 20 weitere Kurzgeschichten, herausgegeben von George R. R. Martin und Gardner Dozois, kostet broschiert, wie ich es in Händen halte, 20 Euro als E-Book, 16 Euro, ist am 28. November 2016 im Penhaligon Verlag erschienen, wurde mir auch dankenswerterweise von diesen zur Verfügung gestellt und hat 1056 Seiten. Ja, ich habe damit, glaube ich, schon am Freitag vor einer Woche schon angefangen, so im Groben.
Und immer wieder drin rumgeblättert, immer wieder Geschichten gelesen. Und dadurch, dass es eben 21 Geschichten sind, ja, konnte man die natürlich einfach auch mal zwischendurch einfach lesen. Und ich finde, so eine Kurzgeschichte zwischendurch, das ist einfach nochmal was anderes als einfach zwei Kapitel in einem anderen Buch. Und ich war ja von unserem letzten Kurzgeschichtenbuch auf den ersten Blick, diese Weihnachtsgeschichten, mega enttäuscht. Hier ist es ganz anders. Also es sind 21 sehr, sehr unterschiedliche Geschichten und es waren bis auf zwei, genau umgekehrt wie bei dem anderen Buch, wirklich alle grandios. Wir haben hier die Geschichten über Schurken und es ist ein wunderschönes Vorwort auch von George R. R. Martin drin, dass eben jeder Schurken mag und er sagt eben, er bringt halt Vergleiche wie Han Solo bei Star Wars oder auch Tyrion bei Game of Thrones. Und ja, Schurken mag jeder und es sind hier unglaublich sympathische Schurken in jeglichem Genre, was es irgendwie zu finden gibt. Wir haben Thriller, wir haben Krimi, wir haben Science Fiction, wir haben Fantasy und gerade bei den High Fantasy Geschichten war ich absolut drin. Also es sind auch ganz, ganz tolle Autoren dabei. Cillian Flynn zum Beispiel, auch eine Geschichte, die mir unglaublich gut gefallen hat. Die hat ja zum Beispiel Gone Girl und Crybaby geschrieben, also relativ bekannt. Und bei der Geschichte zum Beispiel, es war eine der herausragendsten Geschichten, ging es im Grunde um eine junge Frau, die ist eine Handjobberin. Ich muss das nicht weiter ausführen, das wäre dann nämlich FSK 18. Und wird dann zu einem Medium, um dann eine sehr gruselige, packende und merkwürdige Wendung in der Geschichte zu erleben. Und als man denkt, man hat die Geschichte begriffen, gibt es eine Wendung, wo man dasteht, à la Mindfuck und wow, sehr geil. Also das war wirklich eine grandiose Geschichte, die ich mir hier auch rot angemarkert habe. So auch die Geschichte von Carrie Vaughan, die goldenen 20er, sagt mir persönlich, hat mir der Autor nichts, die Autorin nichts gesagt, ist eine New York Times Bestseller-Autorin und hier gibt es einen unsichtbaren, magischen Club Blue Moon, wo allerlei Dunkles, Magisches und Mystisches geschieht. Und ich fand die so geil, die Geschichte. Ich habe das so verschlungen und ich habe mir die deswegen auch einfach rot markiert, weil ich jetzt einfach mal gucken möchte, ob ich von den Autoren vielleicht was finde, was mich anspricht. Auch sehr gut hat mir gefallen von Phyllis Eisenstein, Die Karawane nach Nirgendwo. Hier haben wir im Grunde eine weibliche Detektivin, die mich ein bisschen so an Sherlock und Watson erinnert und man eben so ein bisschen auf Detektivreise und Suche geht. Sehr, sehr geil geschrieben von Paul Cornell. Eine bessere Art zu sterben, da ist die Katze wieder. Eine bessere Art zu sterben und von ihm ist die Urban Fantasy Saga London Calling. Und wir haben hier eine geile Spionagegeschichte, die echt mich so gepackt und gefesselt hat und mich so neugierig überhaupt auch auf den Autor gemacht hat, dass ich mir ihm eben rot angestrichen habe. Auch sehr gelungen war von Neil Gaiman, wie die Marquise seinen Mantel zurückbekam. Und das war halt typisch Neil Gaiman, so ein bisschen märchenhaft, sehr fantasiereich, zauberhaft, mystisch und grandios. Er hat ja einen sehr blümischen, ja, ihr wisst es, ausführlichen und wirklich zauberhaften Stil. Und er sieht ja die Dinge auf dieser Welt tatsächlich gefühlt irgendwie anders als alle anderen. Und die Geschichte war großartig. Und ja, natürlich das große Highlight war natürlich der Bruder des Königs von George R. R. Martin selbst, der uns hier eine Darstellung der frühen Lebensjahre des Prinzen Daemon Targaryen gibt und seine Taten, sein Abenteuer, seine Missetaten und auch über seine Ehen berichtet. Und das ist eben der Bruder von Aegon Targaryen, nein, von dem davor. Jetzt habe ich es natürlich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Vorgeschirrt, nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall der Bruder vor dem, also der Onkel ist das sozusagen vom irren König, also wer sich bei Game of Thrones auskennen, das ist der Onkel sozusagen, war Daemon Targaryen. Und wir erfahren eben hier die Targaryen-Geschichte. Oder geht das noch weiter zurück? Ich bin es gerade verwirrt. Also auf jeden Fall ist es irgendwie der Bruder irgendeines Königs. Ich glaube, sind es nicht sogar die Großeltern vom irren König mit dem Drachentanz? Ich glaube, es geht ein bisschen weiter zurück. Ich bin natürlich jetzt raus.
Ja, das ist geschichtlich, bin ich in Game of Thrones noch nicht so bewandert. Da muss ich mich unbedingt mal noch ein bisschen einlesen. Wir haben hier auf jeden Fall die Vorgeschichte bis zum Tanz der Drachen, der ja sehr, sehr bekannt ist. Und hier die vielerlei Ehen von Daemon, unter anderem auch mit seiner Schwester. Und es ist einfach perfekt gewesen. Ich habe das so verschlungen und fand es so großartig. Und da waren mir wirklich die Familienverhältnisse irgendwie total egal. Ja, man merkt eben einfach, George R. Martin kann schreiben in der Regel. Und ja, man ist, wenn man sowieso im Game of Thrones Modus ist, war das unglaublich spannend. Und dann gab es eben auch zwei Geschichten, die mich enttäuscht haben. Und zwar gehört dazu Patrick Rothfuss, der Blitzbaum. Ja, ich habe ja schon mit Name des Windes nicht so viel anfangen können, habe es ja auch abgebrochen in 2016 und ich war natürlich vielleicht nicht ganz objektiv, als ich die Geschichte anfing. Ja, es war unglaublich langweilig und das auf, glaube ich, nicht mal 45 Seiten und ich dachte so, er kann mich mit seinem Stil einfach nicht packen und ja, ich mochte es einfach nicht. Und auch nicht so gefallen hat mir von Daniel Abraham Liebe ist. Das war auch irgendwie eine sehr merkwürdige Geschichte, wo ich mehr Fragezeichen im Kopf hatte, als mich darüber irgendwie gefreut habe. Aber 2 von 21 ist ein absolut guter Schnitt und die anderen Geschichten waren wirklich toll. Und ich habe halt über den Tag verteilt immer so ungefähr 2-3 Geschichten verschlungen. Ich habe manchmal schon morgens ein bisschen gelesen und habe dann natürlich die Nachmittage ein bisschen mehr nutzen können zum Lesen und natürlich auch abends vor dem Bett. Man schafft halt so eine 40-50-seitige Geschichte einfach so nebenbei, sage ich mal. Es klingt jetzt vielleicht irgendwie für alle die nicht so viel lesen, irgendwie merkwürdig, aber ich fand wirklich so Kurzgeschichten, da denkt man sich halt, eine schaffe ich noch. Und wer also vielleicht in der Leseflaute ist, ist bei einer Kurzgeschichte absolut richtig, ja mein Schatz, du bist hier immer richtig. Und ja, Der Bruder des Königs, wirklich großes Bücherkino und jetzt freue ich mich noch mehr auf Königin im Exil und bin da wirklich mega gespannt, was gerade auch da vielleicht George R. Martin wieder ein bisschen beiträgt aus der Game of Thrones Welt. Und dann habe ich ja am Dienstag begonnen mit Perfect von Cecilia Hearn, möchte hier aber noch gar nicht so viel verraten. Es ist ja der Abschluss der zweiteiligen Jugenddystopie-Reihe nach Flawed. Und Flawed war ja wirklich eine Geschichte, die mich unglaublich begeistert und gepackt hatte. Und ich jetzt einfach so mega gespannt war, wie es weitergeht und mich da jetzt auch freue, das Buch in der kommenden Woche zu lesen bzw. zu hören. Ja, und dann kommen wir zu einem Reread. Wo ich eigentlich dachte, ach ja, da liest jetzt einfach immer mal dran. Schnee wie Asche von Sarah Rasch. Das Buch ist im April 15 im CBT Verlag erschienen und hat kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 12 Euro. Oh mein Schnucki, guck mir an. Und gebraucht bekommt man es mittlerweile aber auch schon um einiges günstiger. Und ich habe es damals im April 15 eben gelesen und ich habe auch nochmal in meine Rezi von damals geguckt und ich war ja unglaublich begeistert und dachte mir aber, Mensch, bevor jetzt der zweite Teil erscheint, lest doch nochmal quer durch. Einfach, dass du nochmal ein Gefühl für diese Welt bekommst und ob es dich wirklich noch so packt wie damals. Und was soll ich sagen? Ja, ich habe am Freitag angefangen und habe am Nachmittag schwupps irgendwie 250 Seiten gelesen. Ja, was soll ich sagen? Und ich habe die nicht quer gelesen, ich habe die wirklich intensiv eingesogen und habe dann Freitagabend weitergelesen und am Samstag, also heute früh bei mir, und werde jetzt die letzten 30 Seiten heute dann auch noch beenden. Und es ist gigantisch. Also es ist ja ganz, ganz tolle High Fantasy. Wir haben hier eben verschiedene Königreiche. Wir haben die Königreiche nach Jahreszeiten, 4 an der Zahl. Und wir haben eben auch 4 Wechselkönigreiche, die eben jede Jahreszeit durchleiden müssen. Und wir begleiten hier eben die Winterianer, die ausgebeutet wurden und versklavt wurden. Und es gab eben 25 Winterianer, unter anderem der Prinz von Winter, der eben, ja, gerettet werden konnte. Und wir haben hier eben auch so ein bisschen Magie und wir haben eben auch gewisse Gegenstände, mit denen magisch gearbeitet werden kann. Und wir haben hier eben auch eine tolle, wie alt war sie, 16-jährige? Nein, doch, 16-jährige Mera, genau. Und die war eben gerade geboren, als sie fliehen mussten aus Winter. Und Mera ist eben auch so eine Kämpferin, so eine ein bisschen trotzige, sture und starke Protagonistin, wie ich finde. Und ja, sie müssen dann eben
versuchen aus ihrem Schutz, wo sie jetzt sind, um Winter eigentlich wieder zu retten, fliehen und fliehen da eben in ein Wechselkönigreich und dort soll sie dann eben den Prinzen heiraten und eigentlich, ja, ist da aber ein bisschen mehr Gefühl, was ihrem zukünftigen König von Winter angeht und nämlich Martha und ja, es ist großartige High Fantasy. Es ist eine wunderbare Welt zusammengesponnen, geile Ideen mit den Jahreszeiten, eine tolle Protagonistin, auch die Nebencharaktere sind sehr interessant gestaltet, sehr tiefgründig gemacht. Es ist wirklich eine sehr lebendige Welt. Man hat wirklich den Eindruck, man läuft da durch diese Welt und man ist da mit dabei. Es ist ein toller Schreibstil. Gegen Ende hin kommt das Problem, was ich ja oftmals bei Jugenddystopien habe, dass die Protagonistin sich oftmals eben irgendwie zwischen zwei Männern, Jungs entscheiden muss. Und so ist es auch bei Schnee wie Asche. Das ist immer sowas, wo ich so ein bisschen ein leichtes Augenrollen bekomme, aber hier wirklich nur leicht, weil ich sie tatsächlich ein bisschen verstehen kann. Aber ich finde, es ist halt nichts Vordergründiges irgendwie für eine Geschichte. Da bin ich irgendwie raus. Aber es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so in zwei Rutschen sozusagen durchlese, weil ich ja eigentlich nur quer lesen wollte, um in die Geschichte reinzukommen. Was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist, als ich rumrecherchiert habe, wann das Buch erschienen ist. Es war ja tatsächlich schon April 15. Also, dass es jetzt tatsächlich über 1,5 Jahre gedauert hat, dass der zweite Band herauskommt, der bereits im Englischen Ende letzten Jahres, also Ende 2015 erschienen ist. Also, man hat über ein Jahr gebraucht. Ich habe es mir aufgeschrieben, genau, Oktober 15. Man hat fast 1,25 Jahre gebraucht, um den deutschen Band herauszubekommen und ich frage mich, warum. Und der dritte Teil ist bereits im September 16 erschienen und ich hoffe mal, dass dann auch der dritte Teil innerhalb des 17er Jahres im Deutschen erscheint. Ich liebäugle schon ein bisschen damit, vielleicht den dritten einfach im Englischen zu lesen. Es gibt zum Beispiel auch, wenn man es günstig mag und gerne Englisch liest, alle drei Bücher als E-Book für um die 24 Euro habe ich auf Amazon entdeckt, wo ich denke, hey, das ist ja ein Hammerpreis für drei E-Books und wem die Geschichte gefällt. Ich persönlich tue mir halt immer ein bisschen schwer, wenn ich in Deutsch anfange und in Englisch weiterlese, dann ist es einfach leichter, im Englischen gleich zu beginnen. Aber mal gucken, wie mich der zweite begeistern kann. Vielleicht lese ich dann tatsächlich im Englischen weiter. Und ich habe vorhin vergessen zu sagen, es hat 464 Seiten. Ich muss echt sagen, das so in zwei Tagen. Ich bin tatsächlich von mir selbst ein bisschen beeindruckt, wo ich so dachte, das gibt's überhaupt nicht. Aber ich merke, High Fantasy kriegt mich einfach immer. Und vielleicht sollte ich einfach allen anderen Genres abschwören und mich den High Fantasy Geschichten dieser Welt widmen. Weil ich fange damit an und gerade hier auch wieder ein bisschen Dystopie drin und eine tolle Protagonistin. Und das ist dann auch wie bei Perfect und Flawed, wo ich merke, da bin ich einfach dabei. Und vielleicht sollte man einfach all die anderen Geschichten, die einen nur so okay begeistern können, einfach wegstreichen. Nein, natürlich nicht. Ja, ein bisschen langweilig. Aber okay, ja. Also Schnee wie Asche habe ich somit auch noch diese Woche beendet. Wundert euch aber in meinem Monatsrückblick Dezember bitte nicht, dass es nicht erwähnt wird. Es ist auch nicht in der Statistik für Dezember, weil bei mir dann der Januar eben einfach schon zwei Tage eher angefangen hat, als ich meine Jahres- und Monatsstatistik gemacht habe. Ja, das war es im Grunde schon soweit mit den Büchern. Und jetzt spreche ich einfach mal was an, was ja offensichtlich ist, nämlich meine neuen Haarfarbe. Ich glaube, die sieht jetzt in dem Kunstlicht, also in der Softbox, tatsächlich ein bisschen gelber aus, als es eigentlich ist. Es ist ein schönes Nude-Blond geworden. Ich habe mich diesmal für einen etwas dunkleren Blondton entschieden. Ich wollte nicht das typische Platin-Targaryen-Blond haben, weil das einfach unglaublich viel Arbeit ist, gerade wenn man eben eigentlich Dunkelhaare ist. Und es ist bei mir ja in der Regel immer ein bisschen so, es wird Winter, dann habe ich Lust auf blonde Haare, es wird Sommer, habe ich Lust auf braune Haare. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich dann denke, oh, es braun gefällt mir nicht mehr, sondern ich denke mir immer so dann im Laden, in dem Fall im DM, oh, das Blond sieht aber geil aus. Und ich habe diese Nude-Reihe eben bei DM entdeckt und habe auch dieses Adplex ausprobiert. Das ist alles so einfach was Pflegendes für die Blondierung. Und ich bin sehr zufrieden. Natürlich ist es noch ein bisschen goldig. Ich finde noch ein bisschen eine Spur aschiger wäre ganz schön. Aber dafür habe ich Silbershampoo und Kuren, wem es interessiert. Und
ja, fühle mich wohl, mir gefällt's und ich starte hell erleuchtet sozusagen ins neue Jahr. Neben Büchern habe ich diese Woche aber auch noch ein bisschen was in der Flow gelesen und eigentlich schon die letzten beiden Wochen, und ich bin ja nach wie vor ein großer Fan dieser Mind-Magazine, unter anderem die Flow aktuell liegt, die Happy Way hier, und hier war ja das Thema Make Your Mistakes Next Year and Forever, und Titel Ich und meine Familie, wir Abschiede uns weiterbringen, warum wir Podcasts lieben, jeden Tag eine Zeichnung, Schriftstellerin Julie C., eine Schriftstellerin, mit deren Gedanken ich nicht so viel anfangen kann, ich das auch wieder in dem Interview gemerkt habe, aber muss ich auch gar nicht. Es ist der 365-Tage-Kalender von Flow drin, den ich noch basteln möchte. Da kann man dann jeden Tag selbst umblättern. Das macht man an ein Stück Wolle, an ein Stück Schnur. Hat mir im letzten Jahr sehr gefallen und habe zum Beispiel ich auf der Toilette hängen. Und jeden Morgen gucke ich mir dann Flow-Gedanken an. Ja, und ich fand auch die Aufmachung diesmal wirklich wunderschön. Hat mir gut gefallen. Jetzt glaube ich so knapp 2 Wochen dran gelesen. Ich lese das ja gerne mal morgens. Da meistens noch so ein bisschen im Bett drin. Und ja, fand ich sehr, sehr schön und freue mich dann jetzt auch schon auf die Happy Way. Dann war es auch ein bisschen filmlastig, und zwar kommt ja über die Weihnachtsfeiertage immer auch sehr, sehr schöne Filme. Und so kam, glaube ich, erst auf dem zweiten Weihnachtsfeiertag ein Film, und obwohl ich am zweiten Weihnachtsfeiertag ja gearbeitet habe, habe ich ihn nachts geguckt. Ich glaube, er hat um 22:30 gestartet, aber ich habe auch die DVD da. Aber er lief auf ARD oder ZDF, dementsprechend ohne Werbung konnte ich mal reingucken. Und zwar Liebe braucht keine Ferien, ein wunderschöner Film, der mich unglaublich berührt. Wir haben hier Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, der die Stimme von Brad Pitt hat. Unglaublich. Ich habe gedacht, aber ja, es geht ja darum, dass die zwei Damen sozusagen die Schnauze voll haben von ihrem Leben. Kate Winslet Rolle, Charaktere, die ist verliebt in einen Kollegen, der sich mit einer anderen Kollegin verlobt hat und sie Jahre schon im Grunde die zweite Frau ist. Und Cameron Diaz ist eine Frau, die irgendwie nicht weinen kann, die sehr erfolgreich ist, die aber auch nicht so richtig fähig ist, eine Beziehung zu führen, und beide tauschen eben mal ihre Wohnungen über die Feiertage, und so zieht die Los Angeles Cameron Diaz nach England, und die sehr verträumte sozusagen englische Frau zieht ins große Los Angeles, und dann gibt es natürlich so ein bisschen noch eine Verkettung mit dem Bruder in England und dem Arbeitskollegen, Bekannten, und es geht halt da um Film und es geht um große Gefühle und ach, das halt alles so in toller Kulisse, wo wir einmal Los Angeles haben und eben verschneites England und einfach eine großartige Geschichte. Und im Grunde ist auch Cameron Diaz immer wieder schuld, wenn ich zu blonden Haaren greife, weil ich liebe ihre blonden Haare und denke mir immer, ja, Steffi, das wäre das perfekte Blond. Bekomme ich nie so hin, aber weil ich eben auch einfach keine echte Blondine bin, das ist, glaube ich, einfach das Problem. Aber ja, großartiger Film, toller Soundtrack, höre ich mir auch unglaublich gerne immer mal beim Lesen an, weil es eben auch ein eher melodischer ist, und es geht da auch ein bisschen um Film, Soundtracks und so, also wirklich großartig, liebe ich. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich bis knapp 2:30 gearbeitet, kam nach Hause, haben Käffchen getrunken und dann Joe Black im Fernsehen entdeckt. Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der einfach so viel über das Leben und den Tod aussagt wie kaum ein anderer Film, und das auf ganz, ganz tolle, emotionale Art und Weise, mit einem großartigen Brad Pitt in seiner besten Zeit, mit einem wahnsinnig tollen Anthony Hopkins, den ich in sehr vielen Filmen wirklich absolut liebe, und dann auch noch, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, deren Namen ich immer wieder vergesse, Claire Forlani, die Tochter von Bill spielt. Und dann haben wir eben Joe Black, der Tod, der im Grunde Urlaub macht und das Leben kennenlernen möchte, und das eben an der Seite von Bill Parrish, und sich dann eben verliebt. Und es ist so, ich kriege eine Gänsehaut. Ich, wenn an das Ende des Filmes denke, es ist ein grandioses Feuerwerk, grandiose Musik, und es ist, glaube ich, mit der beste Moment in Filmgeschichte, und ich liebe den einfach. Also, wie ihr seht, ich habe die auch auf DVD, ich müsste die gar nicht im Fernsehen gucken, aber wenn sie eben auf werbefreien Sendern laufen, dann kann man das schon mal machen. Dann lief, glaube ich, nach Joe Black auch noch ein bisschen Dirty Dancing,
Und da dachte ich, oh, Patrick Swayze, ja, wie habe ich den Film als Kind geliebt. Auch heute noch. Ich finde, man kann sowas auch immer wieder angucken. Und Freitagabend haben wir dann noch Charlie und die Schokoladenfabrik entdeckt mit Johnny Depp. Ja, fand ich auch. Ich liebe diesen Film. Ich muss den unbedingt mal auf DVD angucken, weil ich nicht zum Anschauen kam, Fernsehen, weil ich da unterwegs war. Aber fand ich wirklich toll. So, weiter geht es mit der Schwärmerei, denn ich habe mit der 5. Staffel von Game of Thrones begonnen. Ich habe sie noch nicht durch. Ich bin jetzt, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, bei Folge, ich glaube, bei 7 oder 8. Ja, dementsprechend bin ich da nicht ganz durchgekommen die Woche, aber wie auch. So, mein Tag hat ja nur 24 Stunden. Es ist einfach großartig. Was soll ich zu Game of Thrones noch sagen? Ich muss aber hier tatsächlich sagen, dass wir beim 3. Mal schauen jetzt so ein paar Dinge merkwürdig vorkommen. Ich auch bei manchen Dingen frage, warum? Und zwar meistens, wenn es sehr von der Buchvorlage abdriftet. Beziehungsweise, wenn man einfach mal drüber nachdenkt. Also es gibt so die ein oder anderen Momente in dieser Staffel, wo ich mir denke, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ja, also irgendwie ist die 5. Staffel für mich tatsächlich nicht die beste und nicht die, die wirklich mit sehr viel Logik daherkommt. Ich weiß gar nicht. Also mir ist das vorher nicht so bewusst aufgefallen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach bis Band 4 schon gelesen habe und der 5. Teil, die 5. Staffel ja auch noch sich ein bisschen auf dem 4. Band beruht. Ja, auf dem 4. Buch habe ich jetzt verstanden. Nein, auf das 4. Buch beruft und ein bisschen erst weitermacht mit Buch 5. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie nicht meine ich so ganz besondere Stelle. Es gibt ein paar ganz, ganz tolle Momente, auch Gänsehautmomente, aber ich glaube, es wird nicht meine Lieblingsstaffel. Aber ganz anders ergeht es mir hoffentlich beim 2. Mal schauen der 6. Staffel, denn diese schicke DVD, Paket ist bei mir ja Weihnachten eingezogen mit diesen wunderbaren vielen Gesichtern vorne drauf. Das ist ja schon, hinten steht es drauf, I'm no one. Also ja, ein Mädchen sozusagen hat die 6. Staffel von Game of Thrones geschenkt bekommen. Alle wissen jetzt, was damit gemeint ist, die zumindest die Serie kennen. Ja, es sind ja auch einige Specials drauf. Ein Blick hinter die Kulissen, 18 Stunden in den Painthouse-Studios. Wiederaufbau der Dothraki-Welt, es gibt Audiokommentare und ich bin mega gespannt. Wir haben die ja, man fing die an im April angefangen und bis jetzt habe ich ja wirklich jede Folge nur einmal gesehen. Ich glaube, es gibt eine Folge, Folge 5, 6, eine sehr dramatische Folge, die habe ich mir zweimal angeguckt. Aber sonst ist es ja dann das 2. Mal erst gucken der 6. Staffel. Ich bin mega gespannt, was ich mir dafür Gedanken mache und überlege tatsächlich, ob ich nach jeder Folge mir immer mal wieder unsere Hangouts anschaue und mal gucken, was wir so da live danach sozusagen gedacht haben. Gucken wir mal. Also ja, ich freue mich drauf. Wird ja auf jeden Fall dann in den nächsten 2 Wochen auch angesehen. Ich habe jetzt diese Woche auch nur eine kurze Woche bis Donnerstag. In Bayern ist ja der 6. Januar ein Feiertag, Heilige Drei Könige. Und ich habe da im Grunde frei. Ich muss nicht arbeiten, obwohl wir natürlich auch wieder da wären, weil es eben kein ganz deutscher Feiertag auch ist. Und da ich aber die Woche drauf Urlaub habe, ja, darf ich jetzt noch einen Tag länger Urlaub machen. Und der 6. ist dann traditionell der Tag, wo bei uns auch die Weihnachtsdeko wegkommt. Und da habe ich dann auch ganz viel Zeit innerhalb meines Urlaubs natürlich Game of Thrones zu suchten. So, jetzt gucke ich mal, was ich noch ein bisschen aufgeschrieben habe. Ah ja, ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag gerade auch so abends, nachts eigentlich schon, ja, so ein bisschen bei Liebe braucht keine Ferien, ausgemistet. Ich habe Bücher ausgemistet, ich habe DVDs ausgemistet, ich habe CDs ausgemistet, ich habe Serien ausgemistet und ich fühle mich gut. Es begann damit, dass ich doch recht viele Jugendbücher, also egal ob Thieves, Broken Stars, Talon, also einige Bücher einfach gesagt habe, Mensch, sie waren gut und auch Talon ist ja noch gar keine abgeschlossene Reihe und da kam auch der 3. Teil erst raus und ich dachte mir aber, die liest du trotzdem wahrscheinlich nicht nochmal und ein paar Bücher sind bei einer guten Freundin gelandet, die selbst eben auch Jugendbücher liest, zum Beispiel die Talon-Reihe, ihr hatte ich gerade auch den 3. ausgeliehen und habe ihr dann Band 1 und 2 mitgebracht und sie guckt mich so an, ich sage, komm, die passen doch ganz gut in dein Bücherregal und weiterhin werde ich natürlich die Bücher auch lesen und dann auch als erstes lesen, aber dass sie die danach dann einfach bei sich gut stehen hat. Andere Bücher habe ich an eine Freundin gegeben, die eben
eben jetzt ja, ein jugendliches Kind zu Hause hat und wo ich gesagt habe, Mensch, gib ihr die Bücher, da weiß ich, sie sind gut aufgehoben und sie liest sie und ich hoffe, sie hat ganz viel Spaß und findet dadurch dann eben auch einfach zu den Büchern. Und das ist halt gerade so, wo ich sage, bei Rezi-Büchern, na, tut mir das nicht weh, ich habe die selbst ja auch im Grunde vom Verlag geschenkt bekommen, sage ich mal. Und ja, da finde ich, Bücher sollen einfach gelesen werden und sollen weitergegeben werden. Und ich merke das immer mehr, umso mehr ich mich auch mit Minimalismus so ein bisschen beschäftige. Und ich habe ja so viel aussortiert von Schuhen, über Taschen, über Klamotten, über Nagellacke, Schminke, Lippenstifte und all das. Und ich merke einfach, mir tut das auch gut. Und dass mir so zweitreihige Bücherregale einfach auf den Keks gehen und ich mich auch irgendwie erdrückt fühle von so vielen Büchern. Und ein Vorsatz im neuen Jahr ist ja tatsächlich, mehr E-Books zu kaufen, zu lesen, anzufragen und wirklich eher auf dieses E-Book zu gehen, wo man es eben trotzdem keine Platzverschwendung irgendwo hat. Es sind Bücher, sind keine Platzverschwendung, gar keine Frage. Ich könnte mir auch einen Raum ohne Bücher nicht vorstellen, aber es war mir einfach zu viel. Und ich wollte Platz schaffen. Ich habe jetzt ein Game of Thrones Regal neben Harry Potter und neben den Herr der Ringen und wo ich einfach auch so ein bisschen Dinge einfach mal wieder zum Anschauen. Nicht nur praktisch ist ein Bücherregal, dass da Bücher drinstehen, sondern es soll einen ja auch irgendwie, ne, eine Welt zeigen und in die Köpfe bringen. Und ich möchte eben mich umgeben, natürlich mit meinen Subbüchern, gar keine Frage. Die habe ich zwar zum Teil tatsächlich auch ein bisschen ausgemistet, aber ich möchte natürlich ja, mich mit den Büchern umgeben, die was in mir angestellt haben. Und ich werde auch Bücher, die ich als E-Book habe, die mich aber wirklich berühren, auch als Buch nachkaufen, wie es jetzt bei Elias und Laia der Fall war, wo ich sage, das ist eine Buchreihe, da will ich, dass die mich anlächelt aus meinem Regal. Und dementsprechend ist das dann eben auch als Buch bei mir eingezogen, aber es sind eben auch viele, viele ausgezogen, die eben verschenkt wurden. DVDs, Serien, CDs, auch ja, und eben auch andere Bücher, eben so ältere Bücher oder auch neue, die ich aber selbst gekauft habe, sind dann natürlich auch bei Rebuy und Momox gelandet. Ich habe da, glaube ich, jetzt über 5 Kartons, also halt so mittlere Kartons, sage ich mal, habe ich jetzt verschickt und bin mega gespannt, was da unterm Strich, also ich habe ja eine Vorahnung, was da rauskommen muss, ob das auch zu 100% erfüllt wird. Und ich fühle mich gut. Also das Ausmisten hat mir echt gut getan und es war zwar ein bisschen Arbeit, das dann bei Momox und Rebuy auch einzuscannen. Ich habe das über die Handy-Apps gemacht und habe dann eben verglichen, was kommt wo raus und habe mir dann auch noch die Mühe gemacht, die Preise in der Excel-Liste zu basteln und eben zu gucken, wo bekomme ich immer mehr. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also ich hätte bei Momox von Grund auf, glaube ich, 15 Euro mehr bekommen als bei Rebuy. Es gab aber eben durchaus Dinge, die eben bei Rebuy mir mehr gebracht haben als bei Momox. Und ich habe dann tatsächlich zwei Verkaufsstände sozusagen genutzt und habe dann unterm Strich, glaube ich, über 30 Euro mehr bekommen, dadurch, dass ich beide genutzt habe, als wenn ich es immer nur bei einem gemacht hätte. Und das ist also wirklich ein Unterschied. Also ich fand auch, die Arbeit hat sich gelohnt. Ob ich es jetzt in 5 Kartons packe und dann einschicke oder eben einfach aufteile. Natürlich war es ein bisschen Arbeit, sich das auch mit der Excel-Liste vielleicht irgendwie zum Vergleich zu führen und so. Aber es hat sich, finde ich, 30 Euro hat sich auf jeden Fall gelohnt dafür, dass es dann mehr ist. Natürlich hätte ich auch Momox einfach nur nutzen können und mich über 15 Euro mehr freuen. Aber so freue ich mich über on top nochmal 30 Euro, indem ich es aufgeteilt habe. Also im Grunde sogar 45 Euro oder 42 Euro. Ja, irgendwie sowas, als wenn ich zum Beispiel nur bei Rebuy verkauft hätte. Also es hat sich absolut gelohnt, kann ich jedem nur empfehlen. Man könnte natürlich auch den Weg gehen und jedes Buch bei eBay einzeln einstellen, aber das wäre mir dann vom Versand und so einfach tatsächlich zu aufwendig gewesen. Das muss man natürlich auch einfach so sagen. Und dann auch ein kleines Highlight nach Weihnachten war das Treffen mit der lieben Susan vom Kanal Waldschrat liest. Wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, voneinander. Und wir haben uns so ziemlich in der Mitte getroffen, hatten einen tollen Nachmittag im Einkaufszentrum. Ich packe auch einfach mal ihren Kanal natürlich in die Infobox. Und wer uns auf Instagram und Facebook folgt, hat die Bilder auch schon gesehen. Und es war wirklich ein ganz, ganz toller Nachmittag. Und wir hatten unglaublich
unglaublichen Spaß und ganz besonders lustig war es einfach in der Thalia, in dem wir bei vielen Regalen dachten, oh, so viele Bücher, die wir aber alle schon kennen, egal ob wir sie auf dem Sub haben oder wir haben dann drüber gesprochen und philosophiert und haben uns tatsächlich dann auch das Buch kaufen ausgeredet und ich habe auch tatsächlich kein Buch gekauft, sondern nur einen Lesezeichenkalender, über den ich mich freue, also das ist ja so ein kleines Format. Dann waren wir im Depot, wir waren in Nanunana, wir waren kurz in DM, da habe ich aber auch tatsächlich nur ein Getränk gekauft, einfach so dann für die Heimreise. Wir waren Eis essen, haben lecker Kuchen gegessen und hatten wirklich einen ganz, ganz tollen Tag und es war wirklich schön, so ein kleines Treffen. Es war ja nicht mal direkt ein Booktuber-Treffen, sondern es hat sich einfach zwei verrückte Mädels getroffen, die einen verrückten Nachmittag zusammen hatten. Ja, man hat auch gemerkt, die Leute manchmal gerade in der Eisdiele haben uns doch ein bisschen komisch angeguckt, weil wir viel gelacht haben, merkwürdigste Theorien gewälzt haben und man hat dann schon manchmal gemerkt, die verstehen alle gar nicht, um was es geht, wenn es bei uns um YouTube gegangen ist. Aber es war lustig, wir hatten unseren Spaß und nur das ist ja im Grunde wichtig. Und ansonsten gab es die Woche gar nicht so viel. Es war halt sehr weihnachtlich, es war wirklich auch sehr entspannt. Ich fand das mit den 6 Stunden täglich wirklich toll. Also ich kann das immer mal nur empfehlen und wenn man eben auch keinen weiten Weg zur Arbeit hat, dann lohnt sich das natürlich auch. Wenn man natürlich erstmal eine Stunde Anfahrt oder so hat, da wird keiner dann nur 6 Stunden arbeiten. Aber so fand ich es wirklich toll. Und Dienstag waren wir ja bei IKEA und haben ein bisschen Knut gemacht, also dieses Nachweihnachtsgeschäft. Wir haben das sehr entspannt gemacht, haben auch ein bisschen viel Krimsch eingekauft und also ich von Kerzen, wie immer, über schöne Kerzenhalter. Aber ich habe die jetzt alle noch weg, weil es ist alles keine Weihnachtsdeko direkt, sondern eben eher so Winterdeko oder was man eben auch immer hinstellen kann. Und ja, war eine schöne Woche. Wir haben die 6 Stunden jeden Tag wirklich gut getan. Und da merkt man dann eben, okay, es lohnt sich eben an einem Feiertag arbeiten zu gehen, um dann eben Stunden zu haben, die man dann eben für sowas auch mal aufbrauchen kann. Und normal versuche ich ja immer so einen Tag im Monat immer mal so 6 Stunden zu arbeiten, einfach, dass man mal ein bisschen mehr vom Nachmittag hat und wäre mir früher nie eingefallen, als ich noch schlimmster Workaholic war. Aber jetzt genieße ich diese Zeiten so für mich auch einfach und ja, war wirklich eine schöne, angenehme Woche und schauen wir mal, was heute noch Silvester so bringt. Der Rutsch ins Jahr steht mir noch bevor, ihr habt ihn schon hinter euch und gucken wir einfach mal, was 2017 so bringen wird, wie es uns überraschen wird. Und ich hoffe, dass es uns positiv überrascht und dass viele tolle Dinge passieren und dass wir alle gesund bleiben, fit bleiben, uns vielleicht auch ein paar Mal alle irgendwie wo mal auf Messen und Treffen sehen. Und dann glaube ich, habe ich für diese Woche auch genug geplaudert. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Guckt gerne mal in die Infobox, da findet ihr allerlei Links und Informationen. Und ich wünsche euch heute nun noch einen tollen Tag, egal ob ihr es jetzt direkt am 1. Januar seht oder erst später. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.